fast wie im Märchen, keine rechten Winkel, jedes Haus ein Unikat. Das hier ist mein Schlafzimmer. Hier werde ich heute übernachten und mir gefällt es richtig gut. Also ich finde es total gemütlich. Aber ich habe auch so ein bisschen Bedenken, denn ich weiß nicht, ob es heute Nacht auch wirklich abkühlen wird. Und vielleicht wird es sogar gewittern. Also mal sehen, ob ich ein Auge zukriege. 8 Häuschen für 36 Gäste mitten im Landschaftsschutzgebiet Schönbuch. Im Einklang mit der Natur übernachten, das macht meine Nachbarsfamilie schon seit einer Woche. Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Auf 2 Stockwerken verteilen sich 3 Schlafzimmer. Fast alles ist aus Eichen- und Fichtenholz gebaut. 6 Personen passen hier rein. Doch die bleiben nicht unter sich. Zwischen Ästen und Zweigen leben nun mal auch 1000 Füßler. Hatte eine Nacht 1000 Füßler im Bett. Ach, tatsächlich? Ja, ich bin 2 Uhr nachts aufgewacht. Da krabbelte was, Licht angemacht, geguckt. Oh, 1000 Füßler. Verwunderung auch bei dieser rustikalen Toilette. Oh, schick. Schick, ist ja wie auf dem Donnerbalken bei euch. Das ist schon schön, ne? Aber kannst du mir verraten, wo der Abzug ist? Da, ach so, du meinst die Spülung. Die Spülung jetzt. Ja. Die Spülung, warte mal. Also hier ist nichts. Ja. Ist nur blöd, wenn du es vorher nicht merkst und sitzt dann da und weißt nicht, wo du abziehen musst. Ist dir passiert? Ja. Dann saß du schon drauf. Saß ich schon drauf. Ja. Und was hast du dann gemacht? Naja, ausprobiert. Aber ein bisschen hart ist es schon, gell? Weil zu lang darf es dann nicht dauern. Ist, genau. Ja. Also machen wir mal wieder zu. Ausgedacht hat sich das alles Hans-Martin Schemp. Er ist ganz schön hartnäckig. 8 Jahre lang musste er gegen alle möglichen Widerstände kämpfen. Ein Hotel in einem Landschaftsschutzgebiet, für manche hier im Schönbuch undenkbar. Man darf hier eigentlich nichts bauen. Aber wir wollen ja die Menschen der Natur nahe bringen. Und das geht im Industriegebiet nicht und im Gewerbegebiet nicht und im Wohngebiet nicht. Das geht halt nur in der Natur. Geduldig überzeugte er seine Gegner, verwendete Holz anstatt Beton und hielt sich an die Bauphase von März bis Juli, um die Vogelbrut nicht zu stören. Und dann haben wir plötzlich Glück und sehen sie, die Kamele vom Schönbuch. Sie wohnen direkt um die Ecke, am Baumhaushotel vorbei, das ist ihre tägliche Spazierroute. Auch diese Tiere passen hier gut rein und scheinen das Klima gut zu vertragen. Der erste Tag im Baumhaushotel geht zu Ende und ich bin gespannt auf die Nacht. Es hat nicht gewittert und es war auch nicht so heiß. Doch der nächste Morgen bringt Regen. Bestes Amphibienwetter, denke ich mir. Also schnell frühstücken und ab in den Wald zum Weiher. So einen seltenen Kammmolch möchte ich sehen. Den soll es hier geben. Doch nichts zu finden im Weiher. Alle abgetaucht oder gefressen, erzählt mir Live-Schall vom Nabu. Der Grund? Diese Goldfische. Amphibienlarven sind ihre Leibspeise. Den ganzen See haben sie abgepumpt und 1500 Goldfische herausgeangelt. Denn dort haben die nichts zu suchen. Also vom Himmel fallen tun sie nicht. Die werden wahrscheinlich von irgendwelchen Gartenteichbesitzern, wird der Garten umgestaltet, die Terrasse vergrößert, dann muss der Gartenteich weg. Das Kind hat kein Interesse mehr am Goldfisch im Glas. Denkt man, man tut was Gutes und setzt sie aus, aber die Goldfische richten in unseren Gewässern massiven Schaden an. Jetzt soll sich der Kammmolch wieder in Ruhe ausbreiten können. Dieses Amphibienwetter ist ja schon mal ideal dafür. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht nach dem heißen Tag gestern. Mein Fazit also, eine Nacht hier im Schönbuch lohnt sich, egal bei welchem Wetter.